Auch heute in diesem Video verlosen wir wieder 2 Akku-Pen. Nützt diese einmalige Chance und mach mit beim Gewinnspiel. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich dir am Ende vom Video. Mit dem Akku-Pen hast du eine wunderbare Möglichkeit, deine Nackenmuskeln zu entspannen. Dazu verwende den runden Kopf des Akku-Pen und zieh vom Hinterhaupt beginnend nach unten Striche. Das heißt, du beginnst beim Hinterhaupt und fährst rechts neben der Wirbelsäule mit dem Stift nach unten. Wiederhol das einige Male hintereinander. Während du das machst, beginnt die Haut sich sichtbar zu röten. Dann wechsel die Seite. Setz den Stift wieder am Hinterhaupt an und fahr nun links neben der Wirbelsäule nach unten, soweit du kannst. Diese Rötung der Haut deutet auf eine verstärkte Durchblutung und einen verbesserten Energiefluss hin. Wenn du das einige Male gemacht hast, dann nimm den Stift noch einmal in die andere Hand. Dreh den Stift nun um und an der gleichen Stelle beginn nun mit der Spitze empfindliche Punkte zu suchen, indem du im Abstand von ca. 1-2 cm links und rechts entlang der Wirbelsäule nach unten wanderst. Du findest die Punkte, die behandlungsbedürftig sind, ganz leicht heraus, denn das sind diese Punkte, die am meisten schmerzen. Hast du einen solchen Punkt gefunden, dann bleib an dieser Stelle, atme bewusst ein und aus und warte darauf, dass der Schmerz sich auflöst. Um den Blase-10-Punkt zu finden, suche mit deinen beiden Zeigefingern den Hinterhauptsrand. Etwas außerhalb der Mittellinie, links und rechts zur Wirbelsäule, findest du den Punkt in einer Vertiefung. Diese Vertiefung findest du, wenn du den Kopf in den Nacken legst. Hast du diesen Punkt gefunden, dann nimm den Akku-Pen und such dir die ganz genaue Lokalisation heraus, indem du den empfindlichsten Punkt in diesem Bereich suchst.
Such dir nun auf der zweiten Seite denselben Punkt. Wieder suchen wir am Hinterhauptrand außerhalb der Wirbelsäule den Trapeziusmuskel. Wir suchen die Vertiefung rechts neben dem Trapeziusmuskel und mit dem Akupen findest du wieder den richtigen Punkt. Der Punkt Blase 10 trägt auch den Beinamen die himmlische Säule. Dieser Punkt hat eine Wirkung bei Ängstlichkeit, er löst Stress auf, hilft bei Erschöpfung und Überanstrengung und wirkt als optimaler Punkt bei Schlafproblemen. Während du diesen Punkt hältst, achte darauf, dass du bewusst ein- und ausatmest. Um den Gallenblase 20 Punkt zu finden, such dir den Hinterhauptrand. Rutsch dann mit deinem Finger nach außen, bis du den Mastoidfortsatz findest. Außerhalb dieses Mastoidfortsatzes findest du eine Mulde, speziell wenn du den Kopf in den Nacken legst. Dort befindet sich der Gallenblase 20 Punkt. Such den empfindlichsten Punkt mit dem Akupen und halt diesen Punkt. Warte ab, bis der Schmerz sich allmählich auflöst. Und dann such dir den Punkt auf der anderen Seite deiner Halswirbelsäule. Wieder finde den Hinterhauptrand, rutsch mit dem Finger nach außen, bis du den Mastoidfortsatz findest. Außerhalb dieses Fortsatzes finde die Vertiefung und in dieser Vertiefung wirst du einen empfindlichen Punkt finden. Der Gallenblasenpunkt 20 wird auch das Tor des Bewusstseins genannt. Er hat eine starke Wirkung auf den gesamten Kopfbereich. Er hilft bei Nackenproblemen, speziell bei steifem Nacken, bei Kopfschmerzen, hilft auch wunderbar bei Schlaflosigkeit und Bluthochdruck. Halte diesen Punkt, bis der Schmerz sich auflöst. Währenddessen atme bewusst in deinen Bauch ein und aus. Um
den Gallenblase 21 Punkt zu finden, ist es hilfreich, den Schultergürtel etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu verwenden wir das runde Ende des Akupen. Mit dem Akupen mach Striche vom Nacken nach außen zur Schulter. Während du diese Striche ziehst, wirst du ungefähr in der Mitte der Schulter einen empfindlichen Punkt finden. Dieser Punkt ist der Gallenblase 21. Halt ihn gedrückt. Auch auf der zweiten Seite such dir den Gallenblase 21 Punkt. Eine zweite Möglichkeit, ihn zu finden, besteht darin, dass du dir eine Verbindungslinie denkst zwischen dem siebten Halswirbel, der prominent spürbar ist am Nacken, und dem äußeren Schulterdach. Ungefähr in der Mitte der Verbindungslinie, mittig auf dem Kapuzenmuskel, wirst du wieder den empfindlichen Gallenblase 21 Punkt finden. Dieser Punkt wird allgemein eingesetzt bei Schulter- und Nackenschmerzen. Er hilft bei Kopfschmerzen, lindert Reizbarkeit und allgemein entspannt er den ganzen Schultergürtel und den Nackenbereich. Der Punkt 3E15 liegt auf der Rückseite des Trapeziusmuskels. Er befindet sich ungefähr einen Daumen breit unterhalb des oberen Randes dieses Muskels. Wenn du wissen willst, wie weit er von der Wirbelsäule entfernt ist, dann denk dir eine Linie von C7, also vom siebten Halswirbel, bis zur Außenkante des Schultergürtels zum Akromion. Wenn du diese Länge halbierst, dann hast du genau den Abstand zur Wirbelsäule. Such dir den Punkt nur noch auf der zweiten Seite. Das heißt, du suchst die Mitte deines Trapeziusmuskels ab, wanderst einen Daumen breit hinten nach unten, also weg von der oberen Trapeziuskante, und suchst dir in dem Bereich mit Hilfe des Akupens den schmerzhaftesten Punkt heraus. Du kannst das gerne mit der Spitze machen. Sollte dieser Punkt zu empfindlich sein, dann kannst du auch das runde Ende des Stiftes verwenden. Halte diesen Punkt wie immer eine Minute oder ganz einfach so lange, bis du spürst, dass der Schmerz sich aufgelöst hat. Dieser Punkt hilft bei Schmerzen,
und Steifheit im Bereich des Arm- und Schultergürtels. Er hilft auch bei Nackenproblemen, bei Schmerzen im Bereich des Schulterblattes oder auch im Schlüsselbeinbereich. In manchen Akupunkturschulen wird er auch als der Meisterpunkt der Arme bezeichnet. Das heißt, er wird bei allen Armproblemen eingesetzt. Du findest den Dünndarm-Dreipunkt an der Außenseite deiner Hand. Mach dazu eine leichte Faust. Zwischen dem fünften Mittelhandknochen und der Grundphalanx des kleinen Fingers befindet sich eine Falte. Am Ende dieser Falte findest du den Dünndarm-Dreipunkt. Such dir den Punkt nun auf deiner zweiten Hand. Bilde dazu eine leichte Faust. Du siehst, wieder an der kleinen Fingerseite bildet sich eine Falte. Am Ende der Falte, zwischen rotem und weißem Fleisch, wie man in der TCM sagt, befindet sich der Dünndarm-Dreipunkt. Finde ihn mit der Spitze, halt den Punkt, während du dich auf deinen Atem konzentrierst. Dieser Punkt hat eine starke Wirkung auf den gesamten Schulter- und Nackenbereich. Er hilft also bei jeglicher Schulterproblematik und bei Nackenverspannungen. Zusätzlich hat er eine Wirkung auf die Ohren und hilft damit bei Ohrgeräuschen, Tinnitus und anderen Ohrproblematiken. Der Blase-60-Punkt befindet sich auf der Außenseite des Fußes. Du findest diesen Punkt, indem du eine Verbindungslinie ziehst von deinem Außenknöchel, von der höchsten Spitze des Knöchels, nach außen zur Achillessehne. Auf dieser Verbindungslinie befindet sich eine Vertiefung. In dieser Vertiefung findest du mit dem Akupen wieder den richtigen Punkt, in dem Fall Blase-60. Such den schmerzhaftesten Punkt und halt ihn.
Wir suchen denselben Punkt auch auf dem zweiten Fuß. Such dir den linken Außenknöchel, die höchste Stelle. Stell dir eine Verbindung vor zur Achillessehne und finde die Vertiefung genau dazwischen. Mit dem Akupen kannst du dir den schmerzhaftesten Punkt heraussuchen und dann halt den Stift auf diesen Punkt gerichtet. Spür diesen intensiven Reiz. Atme währenddessen entspannt ein und aus. Der Blase 60 Punkt ist auch ein sogenannter Meisterpunkt für den Rücken. Er ist ein optimaler Punkt, wenn du unter Hexenschuss oder Kreuzschmerzen leidest. Du findest den Dickdarm 4 Punkt, indem du Daumen und Zeigefinger leicht aneinander drückst. Es ergibt sich eine Erhöhung, ein kleiner Hügel. Suche nun mit dem runden Ende des Akupen den höchsten Punkt dieses Hügels, drück leicht in Richtung deines Zeigefingers. Du wirst einen Schmerzreiz finden. Um den genauen Punkt zu finden, verwende die Spitze des Akupen und such dir 2-3 Punkte in diesem Gebiet. Wenn du den schmerzhaftesten Punkt gefunden hast, dann bist du richtig. Such dir den Punkt auch auf der zweiten Hand. Du legst dazu wieder Daumen und Zeigefinger aneinander, suchst auf diesem kleinen Hügel, der sich bildet, den höchsten Punkt, drückst nun mit der Spitze in Richtung Zeigefinger und du wirst wieder einen schmerzhaften Punkt finden. Halte diesen Punkt, während du entspannt ein- und ausatmest. Der Dickdarm 4 Punkt, auch Hegu-Punkt genannt, ist einer der häufigsten Akupunkturpunkte in der traditionellen chinesischen Medizin. Er ist besonders wichtig bei allen Schmerzzuständen. Er hilft bei Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, wirkt auf den Dickdarm regulierend, hilft also bei Verstopfung. Er lindert Schmerzen und harmonisiert das gesamte Magen-Darm-System. Zusätzlich hat er eine beruhigende Wirkung auf den Geist. Vielleicht bist ja du auch noch auf der Suche nach einem passenden und vor allem sinnvollen Weihnachtsgeschenk. Dann habe ich einen Vorschlag für dich. Probier es doch einfach mit einem Gutschein von Einfach besser leben. Denn damit kannst du Gesundheit und Wohlbefinden weiterschenken. Das geht ganz einfach. Geh auf unsere Shopseite und hol dir dort den Gutschein. Wie das Ganze funktioniert, findest du im Beschreibungstext unter dem Video. Damit hast du endlich mal ein sinnvolles Weihnachtsgeschenk für dich und deine Liebsten. Wenn du an unserer Verlosung teilnehmen möchtest, dann musst du nur 2 Sachen machen. Erstens, abonniere unseren Channel und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du auch alle Benachrichtigungen von uns bekommst.
Wenn du schon Abonnent bist bei uns, dann musst du das natürlich nicht mehr machen, nimmst aber trotzdem an der Verlosung teil. Zweitens, schreib einen kurzen Kommentar in das Kommentarfeld unter dem Video. Das kann kurz sein, wie wenn du schreibst, tolles Video, aber natürlich freuen wir uns auch über längere Kommentare zu den Videos. Ja, mit diesen zwei Sachen, Channel abonnieren, kurzen Kommentar schreiben, nimmst du an der Verlosung teil. Wann wir die Verlosung machen und wer gewonnen hat, das erfährst du dann im Beschreibungstext unter dem Video. Ja, und damit wünsche ich dir ganz viel Glück bei dieser Verlosung und freue mich, wenn du zu den glücklichen Gewinnern zählst.